Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrote Edition. Wir sind hier immer noch in Prismania City. Und wir haben jetzt in der letzten Folge, was haben wir alles gemacht? Wir haben unser Duflor zu einem Giflor entwickelt. Wir waren bei der alten Dame hier in dem Gebäude. Wir haben uns ein Evoli geholt. Was wir, glaube ich, haben wir das im Team? Oh, auf B gedrückt, verdammt. Ja, haben wir, okay. Ich würde sagen, wir holen uns dann auch schon mal einen Donnerstein gleich, oder Blitzstein, Donnerstein, ich weiß gar nicht so recht, wie der eigentlich heißt. Das werden wir jetzt aber rausfinden. Ich meine, hier gab's die schon, oder? Nee, doch nicht. War das denn vielleicht hier? Nee, hier gibt es doch die technischen Maschinen. Ah, mein Kurzzeitgedächtnis ist echt schlecht. Ich meine, die Aufnahme ist ja noch nicht so lange her. Nee, hier ist dieser Spieleclub. Das hier könnte was werden. Ja, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Okay, ja, Flamara brauchen wir nicht. Blitzer wäre halt das Beste. Wasserstein, nö. Ja, wir nehmen den Donnerstein, würde ich sagen. Einer sollte reichen. Nein, nicht noch einen. Nein, du kannst mir sonst mit nichts dienen. Gut. Beutel. Ganz nach unten scrollen. Und den Donnerstein verwenden. Und das Evoli entwickelt sich. Donnerstein wurde bei Evoli verwendet. Hey, Evoli entwickelt sich. Und das Blitzer wird gleich auch ejakulieren, so. Das wird da so rausspritzen. Glückwunsch, ein Evoli wurde zu Blitzer. Yes. Sieht mit diesen HD-Texturen auch ziemlich geil aus, finde ich. Gut, rennen wir hier schon mal wieder raus. Dieses Mal wieder zu Fuß. Nicht mit dem Aufzug. Und wir müssen jetzt... Moment, können wir hier unten lang schon? Ah, hier hinten können wir hin. Weil ich meine, hier irgendwo gab es Fliegen als VM. Ich bin mir aber nicht genau sicher, wo. Also hier ist auf jeden Fall das Relaxo im Weg. Da ist ein Doppelkampf, der auf uns wartet. Wir brauchen auf jeden Fall ein gutes Team. Ach Moment, ich glaube, wir nehmen Razaf noch mit nach vorne. Stürzen uns mal in den Kampf. Lena, manchmal erschreckt es mich, wie intensiv unsere Liebe ist. Oh, schön. Die sehen aber süß aus. Aber ein bisschen schwul mit so einem Herzchen da auf dem Pulli. Ich persönlich würde nicht so rumlaufen. Eine Herausforderung von Junges Glück, Lena und Uwe. Uwe. Okay, Galoppa. Und, was war das? Ulmona. Haben wir natürlich genau die falschen Pokémon. Okay, wir haben nichts, was beide angreifen würde. Das heißt, wir setzen Fußkick gegen Galoppa ein. War schon nicht schlecht. Oh, Bodyguard. Ihm wird von Schleier umhüllt. Ah, zum Glück nicht auch unser Giflor. Das wäre sonst locker... down. Das ist sogar ein relativ ausgeglichener Kampf. Ich meine, wir sind ja beide... Gut, mein Giflor ist auf 30, aber es ist halt ein Pflanzen-Pokémon. Ich setze wieder Säure ein. Dieses Mal Fußkick auf das Vulnona. Oh! Das könnte, wenn unser Razaf, unser Giflor jetzt nicht stirbt, sogar das Ende des Kampfes, den Ende des Kampfes schon bedeuten. Das wäre ja ziemlich geil.
ordentlich Säure beim Raufhauen. Oh, nee, doch noch nicht. Okay, ja, dann setzen wir jetzt einfach Giftpuder ein. Weil wir davon am meisten AP haben. Und hier Raserei. Okay, das war's dann auch. Hasaf ist nicht Level up, schade. Oh, aber Uwe sieht auch bei der einer Niederlage cool aus. Ja, ich finde ihn auch extrem süß, jetzt gerade so hier. Richtig cooler. Hör zu, Lena, du solltest dich weniger auf mich konzentrieren. Okay. Hey, es tut mir leid, Uwe ist so cool. Moin. Wie bist du hier reingekommen? Solide Leistung. Ich hab's drauf, Mann. Ich bin ein echter Gangster. Was willst du tun? Ab in diese Hütte? Ich glaube, das sieht schwer danach aus, dass wir hier Fliegen kriegen. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähle niemandem davon. Du bekommst auch etwas von mir. Live erhält VM02 und das ist Fliegen? Ja, VM02 ist Fliegen. Damit kannst du in jede Stadt zurückfliegen. Sie wird dir von Nutzen sein. Yay, das wird sie auf jeden Fall. Ist das in Habitak? In Ibitak ist das, glaube ich, sogar schon. Ja, Ibitak. Ibitak! Und, ach nee, das... Ah, unser Glutexo hat sich ja noch nicht entwickelt. Das ist schade. Aber das ist auch erstmal egal. Wir werden jetzt in die Spielhalle gehen. Genau, das wollte ich sagen. Penis. Ein Insider, wer jetzt die letzte Folge nicht gesehen hat, der wird's nicht unbedingt verstehen. Gut, unter Umständen vielleicht schon. Ich werde nochmal eben heilen gehen. Ich weiß, ich bin aber ein bisschen sehr vorsichtig, aber ich meine, Team Rocket, das dauert ein bisschen und ich habe keinen Bock, die ganzen sowas wie Beleber oder so einzusetzen. Oder Tränke oder sowas. Und immer wieder raus und wieder reinrennen ist auch doof. Was kann man denn hier machen? Ich hätte gern ein Porygon, aber ich habe kein Glück an den einarmigen Banditen. Ja, das ist wohl schlecht, wa? Ich hatte heute eine Glückssträhne. Glückwunsch. Du benötigst einen Münzkorb. Gib mir einen Münzkorb. Ach, verdammt. Ich will doch nur einen verdammten Münzkorb haben. Ich will endlich Surfer einsetzen können. Ach ja, die Musik ist geil. Ich habe keinen Münzkorb, das weiß ich jetzt schon. Also von daher ist es völlig egal. Kann mir irgendjemand einen Münzkorb geben? Ja, man sagt, dieses Spiel gehört dem Rocket, das stimmt. Glücksspiele sind unheimlich, man wird sehr schnell davon abhängig. Ja, merkt euch das, Kinder. Das ist echt... Geht niemals spielen. Nicht mal hier so auf Gameboy, man kann davon auch süchtig werden. Gut, ich weiß, ich habe gelogen, das ist nicht wirklich ein Gameboy. Wie geht es dir? Brauchst du ein paar Münzen? Ups, ich habe den Münzkorb vergessen. Hey, willst du mich ablenken? Hier, nimm ein paar Münzen. Ups, ich habe den Münzkorb vergessen. Leck mich doch alle, Mann. Ich will doch nur einen verdammten Münzkorb haben. Ey, das ist ja geil. Ich habe mir jetzt das auf meinen Trainer... Pass. Ich weiß gerade nicht, was ich ausgewählt habe, aber ist auch egal. Mein Trainerpass angucken. Hm. Nicht schlecht. Okay, da packen wir aber ein anderes Pokémon nach vorne. Aber nicht Blitzer, sondern Razaf. Blitzer werden wir später... Schöne von dem Poster, oder ich muss... dich angreifen. Blitzer werden wir mit Hilfe des EP-Teilers irgendwie trainieren, würde ich sagen. Wir brauchen sowieso mal einen EP-Teiler, finde ich. Wäre mal angebracht. Wir hätten Blitze auch eigentlich einsetzen können, weil
Ja, so stark sind die jetzt gar nicht wirklich. Pokémon. Wasserfell erreicht Level 30. Yes. Zubat wird eingesetzt. Ich werde mal Evoli einsetzen. Ach nee, Blitzer. Oh. Was hat sie für Attacken? Rechte Hand. Oh Gott. Rechte Hand. Ja, wir setzen jetzt mal unser Blitzer ein. Und nutzen Ruckzucki. Das ist im Moment unsere einzige Attacke, die einigermaßen Schaden macht. Ich glaube, die anderen machen alle gar keinen Schaden. Oder, ja, Heuler. Nicht wirklich, rechte Hand bringt nur was zu Doppelkämpfen. Und Sandwirbel, ja, vermindert die Genauigkeit, aber... Nee, wozu? Wir erhalten EP, wir besiegen Team Rocket Rüpel. Er sagt Mist. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden könnte. Er ist durch die Wand gerannt. Ah! Seltsam, hinter dem Poster ist ein Schalter. Tja. Aber er ist trotzdem eben durch die Wand gerannt. Rocket Hauptquartier. Oder Headquarter. Okay. Ja, ich würde mal sagen, ich beende hier mal den Part. Nächstes Mal geht hier dann die Action ab, würde ich auch mal sagen. Man kann hier sogar... Auf welchem fast den Arme gerannt. Ja, wie gesagt, also beende ich hier mal eben den Part und sag mal, bis zum nächsten Mal. Ja, vergesst nicht, das Video zu bewerten. Daumen hoch oder Daumen runter, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und gerne noch abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.